Malfas zum Gruß. Hallo zurück. Was kann ich für euch tun? Ziehvater trifft es besser. Aber ja, das bin ich. Wieso fragt ihr? Kennt ihr Reneus? Dringend gleich? Dann tut euch keinen Zwang an. Reneus Zimmer ist hier gleich gegenüber. Ich glaube, er liest gerade, aber er freut sich immer über Gesellschaft. Tja, das weiß nur Malfas selbst. Aber Fakt ist, dass nur ein paar Monde nach seiner, Ankunft, seine Geschwüre einfach begannen abzuheilen. Und nur ein Jahr später konnte er laufen und lachen, wie die anderen Kinder auch. Es ist ein Wunder. Ein wahres Wunder. Aber wisst ihr was? Ob Reneus jetzt krank geblieben wäre oder nicht, es hätte für uns in Silberhain keinen Unterschied gemacht. Wir hätten ihn niemals verstoßen, wie der ihn hier ausgesetzt hat. Denn Reneus ist ein guter Mensch. Und das ist alles, was zählt. Ihr stellt viele Fragen, guter Mann. Aber gut, wieso eigentlich nicht? Wisst ihr, ich bin Witwer. Mein Gefährte und ich wollten damals immer ein Ziehkind haben. Aber das Leben hier war hart, bevor Reneus die Silberadern entdeckte. Ständig mussten wir uns vor Verlorenen und Getier in Acht nehmen. Und das, was wir geschürft haben, reichte gerade mal aus, um selbst über die Runden zu kommen. Und als mein Gefährte starb, waren meine Gedanken erst einmal woanders, wie ihr euch denken könnt. Tja. Und als dann eines Tages Reneus vor meiner Türschwelle lag, schreiend und allein, war mir klar, was ich tun musste. Vielleicht ist es auch irgendwo meine Art, das Andenken meines Gefährten zu ehren? Ich weiß es nicht. In jedem Fall bin ich froh, dass, welche herzlose Gestalt auch immer Reneus ausgesetzt hat, es getan hat. Hier in Silberhain sind wir alle eine große Familie. Und es tut Reneus so gut, Menschen zu haben, die ihn bedingungslos akzeptieren. Vielleicht, ja. Aber andererseits, ich glaube, dass Vertrauen immer mit Vertrauen belohnt wird, wenn ihr versteht. Und in all der Zeit, die ich schon in Silberhain lebe, hatten wir noch nie ein ernsteres Verbrechen oder Probleme durch Reisende. Insofern... Boah, hast du mich erschreckt. Wer bist du? Du kommst nicht von hier, oder? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ark? Das ist doch da draußen, oder? Na, dann bist du jetzt bestimmt ganz froh hierzu. Hey, Torus, was soll das? Och Mensch, das gibt's doch nicht. Das ist mein Lieblingsstofftier. Du bist doch sicher schnell, oder? Meinst du, du kannst Torus für mich fangen und ihm den Stoffbär wieder abnehmen? Ich will nicht, dass er ihn irgendwo im Sand verbuddelt. Dann sehe ich ihn nie wieder. Würdest du? Mensch, das ist wirklich lieb von dir. Ganz schnell, geh gleich los. Thank you.
schreitet wohl. Schreitet wohl. Die Welt war nicht jung. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Ein Weg, den er niemals betrat.